Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder im Dschungel und bei Green Hell. Tja, ich bin so ein bisschen ratlos, was ich machen soll. Könnten wir wieder nach Maden suchen. Für die Fischfalle. Aber ist ja bis jetzt immer dasselbe. Von daher ist das ein bisschen blöd. Was liegt denn hier? Unbekannte Zwiebel. Essen. Kann nicht schädlich sein, wa? 60 Kohlenhydrate. Ja, sauber. Erstmal kotzen gehen, ne? Erstmal kotzen. Super. Halt! Lass mich in Ruhe. Soll jetzt nicht hier kotzen. Wir sind hier keine Seerosen. Ich brech zusammen. Na super. Ich wollte eigentlich Seerosen haben, wegen Übelkeit und so, wisst ihr? Viel trinken, wichtig, ne? Bei der Kotzerei. Genau. Ich hab da mal so eine Idee. Ne? So, perfekt. Speichern wir nochmal, habe ich gerade eben vergessen. Oh wow. Hey, heute muss ich mir mal wieder so eine Trinksession machen, also eine Getränke und so was. Was geil wäre, wäre natürlich auch so ein hier so ein Wasserkübel bauen und dann so ein, eine Regenrinne, wisst ihr? Also die in Hälften schnüppeln, aneinander binden, dann hat man so eine Regengrinne, wo dann von der Plane aus zum Beispiel Wasser aufgefangen wird und dann in so einem Wasserbehälter rein. Das wäre natürlich mal genial. Ich habe schon so viel gesehen, dass die, dass Leute einfach aus dem, was die haben hier zum Beispiel, sich einen riesen Tonkrug bauen oder eher gesagt zwei. Und da dann eine Wasserfilterungsmaschine draus machen. Wahnsinn. Echt klasse, wie die das machen. Also jetzt ist keine automatische Maschine oder sowas, aber ihr braucht oben nur Wasser reinzuschütten. Und unten kommt dann das klare, saubere Wasser raus. So geil. So, ich war jetzt auf der Suche nach Maden und sowas. Ich kann derzeit mal hier die Dinger futtern. Ach, da habe ich noch mehrere von, bevor die nachher schlecht werden. Kohlenhydrate, brauche ich Kohlenhydrate? Oh. Ja, so ein paar könnte ich nehmen. Das sind zwar ein paar mehr, als ich wollte, aber es ist ja auch nicht schlimm. Alles klar. Güldia. Wir hatten auch schon lange keine Action mehr hier. Irgendwie lassen sie sich nicht mehr blicken. Die wissen wohl, dass die eh verlieren werden. Die rennen unter Wasser. Ist natürlich auch geil, ne? Huch.
Ja, ich laufe hier einfach nur mal ein bisschen so ziellos umher. Pack die Liane. Sammeln. Warum kriege ich Nussschalen, wenn ich die nicht brauche? Hallo Freunde. Na? Lasst euch mal wieder frei, ne? Müsst ihr nicht ständig bei mir hängen. Na, Fleisch. Mein Abendessen. Nein. Ich habe ja Handtasche. Da habe ich mir wohl mal was gegönnt. Brauchst du nur zu essen, aber keine. Ich habe nur gesagt, essen. Weil ich diese Schale nicht brauche. Kann man das eigentlich mittlerweile kaputt machen? Anscheinend nicht. Ah, ja, hier gibt's auch nichts Neues. Eine Stockklinge, die kenne ich ja schon. Froschschenkel, da habe ich jetzt auch nicht so die Lust drauf. Haufenweise Stockklingen, ey. Meine Fresse. Was ist das eigentlich für ein Baum hier? Was bist denn du? Kann man dich auch kloppen? Nee. Komischerweise nicht. Möp. Ne, nein, ich habe nicht geschlafen eigentlich. So, ich bin ja noch topfit, ne? Ja, meine Lebensenergie ist rappelvoll. Das ist natürlich sehr, sehr toll. Oh, jetzt wird es dunkel. Ne, die brauche ich auch nicht mehr, die Molina-Blättchen. Von daher, komm, ich gehe mal zurück wieder. Mit der Nacht, ne? Ja, schön was zu trinken mit dem jedes Mal, war. Ist da auch toll. Stimmt, das war voll. Hallo. Man müsste die zähmen können und sozusagen als Haustier, so dass die sich dann vermehren und dann dass man so ein stetiges Fleischeinkommen hat sozusagen, also wie Viehzucht. Ne? Ne? Bin ich hier überhaupt richtig? Sorry, jetzt habe ich mich ein klein wenig verlaufen. Moment, Moment.
Oh, das war aber. Heiligchen, alle Spinnen hier. Wieder Molina-Blättchen. Hier ist irgendwo noch eine Spinne. Und schon wieder Bananen. Mein Gott. Also jetzt werde ich aber totgeschlagen von Bananen, ey. Das wollte ich gucken. Na ja, dann werden sie halt verwiesen. Habe ich wenigstens wieder Futter für die Tiere, für die Fische. Wie spät haben wir es jetzt? 5 Uhr. Ach komm, ein bisschen schlafe ich noch. Das reicht. Ach, guck mal an hier. Ich habe wieder Freunde. Wo seid ihr denn? Genau da. So, da haben wir auch noch einen Fisch. Das heißt, Futter haben wir erstmal hier noch. Da wollte ich aber nochmal, apropos Futter, ne? Na? Guck an, die sind ja sogar noch aktuell. 3 Stunden. 3 Stunden. Müssten mittlerweile die auch fertig sein. Sehr schön. So, den Rest lasse ich erstmal liegen, die 2. Die brauche ich ja noch nicht. Aber dafür kann ich den mal essen. Wird ja wieder. Oh, da haben wir wieder alles voll. Wie wunderbar. Wunderbar. Und eigentlich wollte ich ja Maden suchen, aber irgendwie finde ich die wieder mal nicht. Also wenn man was sucht hier, dann findet man es nicht. Wenn man was nicht sucht, dann findet man haufenweise. Ist irgendwie in jedem Spiel das gleiche. Ah, lecker Kaffee. Ich will gleich erstmal einen neuen holen. Ich habe aufgegessen, getrunken. Haben wir hier vielleicht einen Baumstamm oder so, die richtigen... Guckt euch das an, was hier an Ästen liegt, ey. Oh, da liegt doch ein langer. Nein, dich wollte ich. Wo ist der denn hergekommen? Hier zufällig noch einer? Nö. Anscheinend nicht. Die Nüsse nehme ich mit, logisch.
könnte man nicht eigentlich auch unter der Erde, also unter einfach mal ein Loch graben sozusagen und das dann als Kühllager nutzen, weil unter der Erde ist es ja doch kühler als oberhalb. Ich glaube, hier ist viel mit Fischen dann, mit Grundwasser hier, ne? Weil wenn es hier, wir sind hier gerade in der Regenzeit, so wie es aussieht, da könnte es dann auch ruhig mal, könnte es auch bestimmt mal wegschwimmen, sowas. Nein! Nein, ich habe meine, oh nein, hier meine, Mann, oh. Jawohl. Gut. Ich habe schon gedacht, die wäre jetzt auf ewig verschollen. Ja, komm, du bist da von da aus reingegangen. Kannst du also auch wieder raus. Dankeschön. Da drückt man einmal die falsche Taste. Hier. Natürlich diesmal keine, eigentlich nie welche drin. Von daher muss ich erstmal hier gucken, dass die faul werden. Vielleicht die auch, dann kriege ich noch ein paar Leckermaden neu dazu. Gut. Bind die nur schon mal zusammen, ne? Also. Ja, komm, da wir eh nichts zu tun haben hier. Wie gesagt, ihr könnt euch, ich höre jetzt hier nach auf mit der Aufnahmesession sozusagen. Das sind nur zwei Aufnahmen gewesen. Und dann, vielleicht habt ihr noch einen Einfall, was man hier so alles erledigen könnte. Ich denke mal auch, dass viele die Lust verloren haben, schon beim Zugucken. Und was ich auch verstehen kann. So. Aber muss ja nicht auch nicht immer Action sein, ne? Vielleicht fällt euch auch so eine Challenge ein oder sowas, was ich mal machen könnte. Als Herausforderung sozusagen. Aufgaben. Gib mir mal Aufgaben, genau. Das ist doch mal eine gute Idee. Gib mir jetzt einfach mal Aufgaben, was ich erledigen soll und wie ich das erledigen soll. Das wäre mal eine Top-Idee. So, was wollte ich jetzt hier? Ach, Maden. Den esse ich nicht. Will ich nicht, den lasse ich sterben. Wo sterben? Das sieht es aus. 54 Minuten hier drinnen noch. Und dann geht's los. Also wie gesagt, wenn euch irgendetwas einfällt, was ich machen kann, hier töte 5 Eingeborene mit Messer oder Steinchen werfen oder sonst irgendwas, dann schreibt es, haut es in die Kommentare. Und ja, ich werde es dann mein Bestes geben, um es zu schaffen, ne? Da. Ich will mal was testen. Ist da eine Kokosnuss? Ne. Auch nicht, der auch nicht. Auch nicht. Ach da. Ja,
Kräuter können wir nicht nehmen. Komischerweise müssen die hier rein. Ach, ich habe hier schon Kräuter. Was, wenn ihr nach da oben kommt und dann du nach da? Was nicht geht, weil die Pfeile so viel einnehmen. Wieso haben die Pfeile nicht hier hingemacht? Hier so rein? Das wäre doch mal der Brüller. Anstatt die hier mit reinzutun. Also ich, wenn ich Bogen habe, dann mache ich das auch meistens so, dass ich die in die Tasche nehme, damit ich die auch schnell griffbereit habe. Lustig. Ist schon der Hit. Aber Hauptsache die anderen Werkzeuge hier außen, ne? Naja. Ein Tukan. Jetzt nimm bitte nicht die Federn. Oh. Er nimmt die Federn. So. Hat mich da gerade was angefaucht? Nö, anscheinend nicht. Sehr schön, dicke, fette Maden. Larven, so. Jetzt habe ich drei Larven. Wo muss ich hin? Da lang, ne? Ja. Kann ich erstmal meine Fallen wieder bestücken. Kann doch mal sein, dass ich jetzt schon seit drei Tagen hier nur am Durchregnen ist. Ach ja. Ah, da sind ja schon wieder zwei Knochenzünger. Ich würde mir gerne ein Aquarium aufmachen. So, nehmen wir die auch noch. Jetzt bin ich völlig überfüllt. Ja, machen wir noch schnell Feuerchen und... Dann geht's weiter. Come on. Oh, yes. Ach, warte mal, ich kann ja so lange schon mal. So. Dann nochmal die Dinger hier einsammeln. So. Kannst du dann da drauf? Genau. Und dann... Schön lecker Kräuter-Ding machen. Müsste ich ja eigentlich auch hier reinkriegen können, ne? Das hier trinke ich mal. Ne, da ist es das Falsche. Das auch. Warum ich das nicht nehmen kann, weiß ich auch nicht. Getrunken Infusion. Dann lasse ich das mal so da stehen. Ach, ich habe ja noch die Garnelen.
Ach, die ist verdorben. Aha. Hätte ich jetzt fast gegessen, ey. Ich hab gedacht, ich hätte irgendwas gehört. So. Infusion lasse ich auch mal drin. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es da wieder heißt Green Hell. Denkt an das Däumchen. Bis dahin, euer Bobra. Und denkt daran, sucht euch eine Challenge oder sowas aus. Ich hoffe, ihr macht das. Ich freue mich drauf. Bis dahin, euer Bobra. Ciao, ciao.